Ich bin Simon, der Tinsing Deutschland FSJler und ich bin heute in Rahlstedt, das ist ein Vorort von Hamburg, vor der Jugendkirche in Rahlstedt. Hier war das Tinsing Deutschland auf dem Kirchentag 2013 Vorbereitungswochenende. Und wie ihr wisst, ist in Hamburg vom 1. bis zum 5. Mai hier der Kirchentag, der Deutsche Evangelische Kirchentag. Und Tinsing ist fett dabei, so viel du brauchst ist das Motto, so viel Tinsing wie noch nie. Und was wir hier alles vorbereitet haben, das seht ihr jetzt. Eins, zwei, drei, vier. How fast here comes the church, there's a green car in the way. The Holy Ghost and the Holy Ghost are moving to LA. We've been dreaming of this feeling since 1988. Mother, things have got to change. Es wird im Treffpunkt, da wo die ganzen Tinsing-Konzerte sind, auch morgens eine Art Start in den Tag geben, Tinsing-Style. Das müssen wir noch ein bisschen überlegen. Da haben sich Robert und Christina zum Beispiel auch gesagt, ey, da würden wir uns vielleicht auch gerne einbringen. Und ich habe auch noch zwei andere Leute in meinem Team, die da nicht hier sind, die haben da auch noch Bock drauf. Und dann überlegen wir uns, was Feines, wie wir euch morgens Tinsing-Style, weiß ich nicht, mit einem Gebetspony irgendwie. So, ich habe auch gehört, auf dem auf dem Kirchentag gibt es ein großes Event mit einer gigantischen Bühne. Richtig. Und zwar wird das von unserer Band performt, die Eventband für den Kirchentag. Und zwar werden wir das auf der großen Bühne auf der Reeperbahn performen, wo sogar der Eurovision Song Contest schon stattgefunden hat. Also kommt alle vorbei, es wird geil. Wir werden euch nicht enttäuschen. Ja, Ausblick. Wir haben einen ganz tollen Messestand geplant, der richtig geil aussehen wird und den wir euch nicht verraten werden, weil es wäre schade, wenn ihr auf der Messe nicht vorbeikommen würdet und selber sehen würdet, was wir Tolles geplant haben. Das wird dick mit dem CVM zusammen, da wir einen kompletten Gemeinschaftsstand haben mit allen anderen CVM-Ressorts, die sich da so vorstellen. Einige von euch kennen vielleicht schon, dass dieses CVM-Dreieck-Theke-Querstrich, wo es kostenlos Kaffee gibt, schon mal im Hinterkopf behalten. Und da sind wir auch mit integriert und haben einfach einen fetten Stand mit ganz vielen tollen Sachen, die Tinsing ausmachen. Und werden auf alle eure Konzerte hinweisen. Digital, analog und... Genau. So, liebe Tinsinger, das war unser Wochenende in Hamburg-Rahlstedt zur Vorbereitung vom Kirchentag. Wenn ihr auch zum Kirchentag kommt, dann seht ihr die Früchte unserer Arbeit. Schreibt uns bitte unter diesem Podcast, wie fandet ihr das? Sollen wir öfter solche Videoberichte von solchen Vorbereitungen machen? Oder sollen wir es lieber lassen? Bitte schreibt uns euer Feedback, wie fandet ihr das und bleibt uns treu.